Sieh mal an, Agent Wilmore. Hallo, Agent Cook. Warum müssen Sie gerade heute unpünktlich sein? Wir haben hohen Besuch aus Washington und offenbar wegen etwas sehr Wichtigem. Er soll vermutlich dafür sorgen, dass wir keine Büroklammern klauen. Wilmore? Agent Wilmore, ich möchte Sie in meinem Büro sprechen. Kommen Sie rein. Das ist der stellvertretende Direktor Skinner. Agent Wilmore. Sir. Zwei meiner Agenten werden vermisst. Fox Mulder und Dana Scully. Ich habe seit 3 Tagen nichts von ihnen gehört. Ich bin sehr beunruhigt. Wo wurden Sie zuletzt gesehen? In meinem Büro in Washington. Kurz bevor Sie abreisten. An welchem Fall haben Sie gearbeitet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nun, diesen Reisekostenanträgen nach wollten Sie nach Everett im Staate Washington. Diese beiden Agenten dürfen in einem hohen Ausmaße völlig autonom operieren. Und zwar wegen der Art der Fälle, die sie verfolgen. Haben Sie vielleicht ein Verhältnis? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es. Haben Sie früher mal ein Verhältnis gehabt? Wie ich schon sagte, ich weiß es nicht. Ich glaube es jedenfalls nicht. Kann ich Ihre Handynummern haben? Die finden Sie in diesem Dossier, aber Sie gehen einfach nicht dran. Waren Sie schon mal verschwunden? Nein, nicht auf diese Art. Soll Cook in diese Untersuchung einbezogen werden? Das bleibt Ihnen überlassen. Sie kennen ja das FBI-Partnerprinzip. Ich würde vorschlagen, dass Sie alle verfügbaren Ressourcen nutzen. Wissen Sie von etwas Ungewöhnlichem in Everett? Da ist nichts, was mir bekannt wäre. Was wird aus meinen laufenden Fällen? Übergeben Sie sie Cook. Ich weiß, er ist beschäftigt, aber das hat Priorität. Setzen Sie eine Vermisstenmeldung von Mulder und Scully auf und übergeben Sie Ihre laufenden Fälle an Cook.
Direktor Skinner wird dann gleich zu Ihnen kommen. Also, okay. Was ist passiert? Sie können das nicht verschweigen. Sie müssen mir sagen, was passiert ist. Zwei Agenten sind verschwunden. Sie kommen aus Washington, Mulder und Scully, männlich und weiblich. Vermisst seit 3 Tagen. Hey, Partner, wie geht's Ihnen? An welchen Fällen arbeiten Sie? Ich bin an einem Fälscherring dran und der Miliz, die immer noch in den Northern Cascades aktiv ist. Und dann ist da auch noch ein Ring von Speedlabors, aber ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Shanks hat mich gebeten, Ihnen meine Fälle zu übertragen. Toll. Danke, Sie Glückspilz. Tja.
Ich schlage vor, wir fangen mit dem Hotel, in dem Mulder und Scully abgestiegen sind, an. Ich warte im Wagen auf Sie. Kann ich Ihnen helfen? Wir suchen nach Informationen über zwei FBI-Agenten, die hier eingecheckt haben. Und die Namen der beiden waren? Agent Mulder und Scully. Oh ja, sie bezahlten eine Woche im Voraus. Zimmer 3 und 4. Ist Ihnen was Ungewöhnliches an den beiden aufgefallen? Er war schon irgendwie komisch, aber sonst nein. Schau irgendwas Ungewöhnliches, während Sie hier waren. Nein, da fällt mir nichts ein. Haben Sie Marke und Kennzeichen Ihres Mietwagens? Sicher, die steht auf dem Formular, wenn das die wirkliche Nummer ist. Könnten Sie mir das bitte aufschreiben? Ein blauer und ein weißer und ein gelber und ein orangener. Möchtest du einen Kaugummi? Ui, ein orangener. Danke, ich hatte einfach kein Kleingeld. Ihre kleine Tochter ist wunderschön. Danke. Sie ist 3. Würden Sie uns Ihre Zimmer mal zeigen? Gern. Folgen Sie mir. So, hier. Das ist sein Zimmer und ihr ist gleich nebenan. Danke. Ich hoffe, dass wir hier nirgendwo Leichen finden. Ich habe nächste Woche nämlich Klausuren. Wie Sie sehen, gibt es hier eine Verbindungstür. Haben Sie sie gebeten, die Türen aufzuschließen? Sahen die etwa unverschlossen aus? Nein, das haben sie nicht. Danke. Wir werden Bescheid sagen, wenn wir noch etwas brauchen. Sie wissen, wo Sie mich finden können. Fangen Sie mit Mulders Zimmer an. Ich übernehme Scullys.
Ich kann hier nichts Ungewöhnliches entdecken. Ich weiß nur nicht, ob das was Gutes bedeutet. Sollen wir Ihre Telefonate checken? Gute Idee. Die Rezeptionistin wird eine Aufstellung haben. Wie lange kennen Sie sie schon? Seit 4 Jahren. Agent Mulder kenne ich schon länger. Das müssen inzwischen über 6 Jahre sein. Es wäre hilfreich zu wissen, an welchem Fall Sie gearbeitet haben. Ja. Das wäre wirklich hilfreich. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für die beiden nicht die Vergangenheitsform benutzen würden. Wissen Sie, was Cullys Passwort ist? Ich weiß es nicht. Versuchen Sie Glaube. Und was jetzt? Was studieren Sie? Ich bin Jurastudentin. Fällt Ihnen irgendwas ein, das uns helfen könnte? Nein, es tut mir leid. Die checkten ein und verschwanden gleich wieder und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Erfassen Sie die Nummern, die angerufen worden sind? Ja, sicher, für die Abrechnung. Könnte ich vielleicht eine Kopie haben? Na toll. Geben Sie mir einen Augenblick Zeit. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie mich aufhalten. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht bei der Arbeit stören. Sehr witzig. Glaube hat nicht funktioniert. Irgendwelche anderen Vorschläge? Versuchen Sie Descartes, etwas anderes weiß ich nicht. Vielleicht sollten Sie die Abteilung zur Bekämpfung von Computerverbrechen der Polizei von Seattle um Hilfe bitten.
Hallo? Wer ist da? Craig Wilmore, FBI. Wer sind Sie? Ich hatte Sie zuerst gefragt. Hören Sie, vergessen Sie bitte nicht, ich arbeite fürs FBI. Na klar, okay. Wieso sind Sie nicht gleich damit rausgerückt? Ich werde meine Notizen jetzt noch mal durchgehen.
Unsere Ermittlung ist noch nicht abgeschlossen, Agent Wilmore. Es wäre hilfreich, Hintergrundinformationen zu dem Fall zu haben, den Ihre Agenten verfolgten. Ach, wirklich? Wenn ich etwas habe, werde ich es Ihnen mitteilen. Ich habe nicht gesehen, was Sie da gerade tun. Checken Sie mal das Obergeschoss. Ich sehe mich hier drinnen um. Ich habe Blut gefunden. Jemand ist angeschossen worden.
Dieses Telefon ist irgendwie tot. Ich werde die DNS überprüfen lassen. Ich werde eine Probe nach Washington mitnehmen und dort untersuchen lassen. Was halten Sie hiervon? Ich weiß es nicht, aber ich schlage vor, Sie nehmen das nicht mehr in die Hand, bis es analysiert wurde. Was halten Sie hiervon? Das ist eine beliebte Marke. Warum haben Mulder und Scully hier nur angerufen? Ich bin mir nicht sicher, aber eine bessere Spur haben wir nicht. Das Blut sieht beunruhigend aus. Sieht nicht sehr gut aus, oder? Lassen wir es untersuchen und hoffen wir, dass es von jemand anderem ist. Offenbar war es ein glatter Durchschuss. Das Opfer wurde vielleicht nur verletzt. Falls nur einmal auf Sie geschossen wurde. Aber ich bin Ihnen für Ihren Optimismus dankbar. Wenn man Sie getötet hat, wo sind dann die beiden Leichen? Ich bezweifle, dass die Killer die beiden Leichen hier herumliegen lassen würden, damit wir sie finden. Wenn sie tot sind, finden wir sie wahrscheinlich nie, also hoffen wir, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt noch länger warten, haben wir Glück, überhaupt was zu finden.
Wie ist Ihr Name? Jeff. Wer will das wissen? Agent Wilmore, FBI. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wie ist Ihr Name? James Vaughn. Was können Sie mir über dieses Lagerhaus sagen? Nicht viel. Es ist eben ein Lagerhaus. Keine Ahnung, ich liege hier nur. Da ist früher reichlich Fracht umgeschlagen worden. Die haben sogar Wachen gehabt. In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig geworden, was nicht sehr überraschend ist, wenn Sie bedenken, was hier los ist. Und was genau ist hier los? Die Fische werden knapp. Sind Ihnen ungewöhnliche Aktivitäten aufgefallen? Nein, bloß, dass es im Lagerhaus sehr viel ruhiger als normalerweise zuging. Und waren Sie letzte Woche hier? Die meiste Zeit schon. Und Sie haben nichts Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Naja, ich gehe ja abends nach Hause zu meiner Familie. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Wieso? Ich bin neugierig. Ich möchte nur etwas über Ihre Familie wissen. Okay. Ich habe eine Frau und eine kleine Tochter. Wie alt ist Ihre Tochter? 7. Jung für einen Mann Ihres Alters. Ich bin überrascht. Ich esse viel Fisch. Ist Ihre Frau jünger als Sie? Jung genug, um eine 7-jährige Tochter zu haben. Wie lange leben Sie schon in diesem Land? Man sieht, dass ich hier nicht geboren bin, hm? 10 oder 11 Jahre vielleicht. Woher stammen Sie, Mr. Wong? Aus China. Ich habe Kanton 1985 verlassen. Was ist mit der Fischerei los? Ich weiß auch nicht, aber es wird immer schlimmer. Das kommt wohl von der Überfischung. Und seit wann geht das so? So lange, dass viele Leute schon wegziehen. Sie schaffen es nicht mehr. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Haben Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Ich rauche nicht, tut mir leid. Davon kriegt man Krebs. Wissen Sie das denn nicht? Kommt Ihnen das hier bekannt vor? Nein. Was ist das? Warum lassen Sie mich nicht die Fragen stellen? Ahnen Sie, warum wir Blut im Lagerhaus gefunden haben? Nein, irgendein Unfall vielleicht. Keine Ahnung. Diese Limousine folgt uns, seit wir das Büro verlassen haben. Wer kann das sein? Jemand, den es interessiert, was wir tun. Was sollen wir deswegen unternehmen? Das sollten Sie entscheiden, Agent Wilmore. Denken Sie, die wissen was über Mulder und Scully? Schon möglich. Warum fragen Sie sie nicht? Hey, Mr. Wilmore. Schön, Sie zu sehen. Das letzte Mal ist ewig her. Hey, John, wie läuft's bei Ihnen? Ich langweile mich. Ich hoffe, Sie haben was richtig Aufregendes für mich. Tja, ich tue mein Bestes. Also, worum geht's denn? Was ist das Blut? Wirklich gut. Liegt Ihnen eine Entsprechung vor?
Ich kann Ihnen zwar sagen, welche Blutgruppe das ist, doch ohne entsprechenden DNS-Test kann ich nicht viel für Sie tun. Worum geht's denn? Um zwei vermisste FBI-Agenten. Wir nehmen an, das Blut ist von einem der beiden. Das ist ja schade. Ich schlage vor, Sie lassen das in Washington vom FBI-Labor untersuchen. Die können das ziemlich schnell mit der aktuellen Agentendatenbank vergleichen. Na, was haben wir denn hier? Sie müssen sich schon mehr anstrengen. Ich kann Ihnen sofort sagen, was das ist. Es ist Blei für die Industrie. Blei? Ja. Warum Blei? Keine Ahnung, es wird für alles verwendet. Von Gewichten für Taucher bis zur Auskleidung von Röntgenschutzwesten. Ziemlich normales Zeug. Könnte es sich vielleicht für jemanden lohnen, das zu schmuggeln? Nein. Es ist weder illegal noch sexy. Es gibt überhaupt keinen Grund für irgendjemanden, dieses Zeug irgendwo hinzuschmuggeln. Na, endlich etwas, das wie ein Beweis aussieht. Ich dachte schon, Sie haben gerade einen Mülltonnentauchgang absolviert. Eine Kugel sieht nach einer 38er aus, in ziemlich schlechtem Zustand. Ich schätze das Übliche, nicht? Ja, sie steckte in einem Stück Holz. In Ordnung. Nein, danke. Ich versuche aufzuhören. Sehr witzig. Danke. Ein Morley-Zigarettenstummel. Ich werde ihn untersuchen. Arbeiten Sie an etwas Gutem? Nein, hier ist überhaupt nichts los. Ich zähle darauf, dass Ihr FBI-Leute mein Leben interessanter gestaltet. Wie geht's Ihrer Frau? Ex-Frau, meinen Sie? Es geht ihr gut. Sie und die Kinder besuchen ihre Mom zu Ostern. Und Ihre? Meiner Frau? Nein, Ihren Ex-Kindern. Ja, natürlich Ihrer Frau. Gut, schätze ich. Wir sprechen schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr miteinander. Schulden Sie mir nicht nur einen Dollar? Wofür? Für das Basketballspiel? Niemals. Ihr windiger Partner hat doch geschummelt. Cook? Der hat garantiert noch nie geschummelt. Den Dollar können Sie sich abschminken. Da würde das ganze Polizeilabor offiziell protestieren.
Ich bin gleich für Sie da. Lassen Sie mich das noch schnell beenden. Denken Sie, das Blut war von einem Ihrer Agenten? Ich kann es wohl nicht ausschließen. Aber ich warte auf die Testresultate, ehe ich mich festlege. Und ich schlage vor, dass Sie das auch machen, Agent Wilmore. Warum sind wir beschattet worden? Ich weiß es nicht, aber wer immer in diesen Fall verwickelt ist, hat offenbar vor dem FBI keine Angst. Dahinter kann unter Umständen auch die Unterwelt stecken. Könnte der Rückgang der Fischbestände damit zu tun haben? Ich kann da keine Verbindung erkennen. Mit schlechten Fängen verstößt man nicht gegen Gesetze. Wofür wurde das pulverisierte Blei verwendet? Keine Ahnung, da weiß ich wirklich nicht weiter. Es könnte als Nebenprodukt bei der Herstellung von Waffen entstehen und ich schlage vor, dass Sie sich mal erkundigen. Direktor Skinner, ein Gespräch für Sie auf Leitung 1. Hier ist Skinner. Ich verstehe. Ich muss sofort wieder nach Washington zurückfliegen. Ich nehme von dem Blut etwas nach Washington mit und lasse es dort analysieren. Ich will, dass Sie mit der Überwachung des Lagerhauses anfangen. Noch heute Nacht. Diese zwei Agenten sind mir sehr wichtig. Agent Wilmore. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Wenn Sie diesen Laptop zum Laufen bringen wollen, sollten Sie die Abteilung für Computerverbrechen anrufen und ihn mal von denen anschauen lassen. Der Rest davon sieht ziemlich gut aus. Ich bin gleich fertig. Hey Mann, wie geht's denn da draußen? Ich bin sicher, dass Sie sich bei Skinner schön einschleimen werden. Ich habe ja von Ihnen gelernt, wie man sich richtig einschleimt. Ach ja, stimmt. Wie ist Skinner dann so? Ein irgendwie steifer Typ. Tja, ich bin sicher, er ist angespannt wegen seiner vermissten Leute. Hey, hören Sie. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie mir Bescheid, okay? Danke, Mann. Was ist mit dem Laptop? Der gehört Scully. Er ist passwortgeschützt. Soll ich die Abteilung Computerverbrechen fragen, was die tun können? Klar. Wird gemacht. Kein Problem.
Haben Sie zufällig die Nummer von diesem Bus rausgekriegt? Alles klar? Ja. Ich werde es schon überleben. Unglücklicherweise. Jedenfalls bis Shanks mich zu fassen kriegt. Wir sollten mal nachsehen, ob irgendwas fehlt. Scullys Laptop ist nicht mehr da. Das ist Ihr Telefon. Ist der Agent Wilmore? Ja. Agent Wilmore, hier ist Agent Pendrell vom FBI-Labor in Washington. Ich habe eine vorläufige Analyse der Blutprobe von Ihrem Büro fertiggestellt. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Es sieht so aus, als wäre es das Blut von Agent Scully. Oh Gott, oh Gott. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Obwohl ich noch die Gegenprobe machen muss, bin ich mir sicher, dass es Scullys Blut ist. Also wissen wir zumindest, dass sie verletzt ist. War viel Blut am Tatort? Ja, leider eine ganze Menge. Na, hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Ja, okay. Danke für den Anruf. Gern geschehen. Ich rufe Sie wieder an, falls sich was ändert. Gut, vielen Dank nochmal. Oh, Agent Wilmore? Ja? Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? In Ordnung. Danke. Noch mehr gute Nachrichten. Dieser Fischer, den Sie gestern verhört haben, der ist erschossen worden. Woher wussten Sie das mit Wong? Was? Woher wussten Sie von meinem Besuch bei Wong? Sie haben es mir gesagt. Ich wurde niedergeschlagen, wissen Sie nicht mehr? Also, was ist Ihnen passiert? Ich kam früher hierher, um Ihre Arbeit aufzuholen. Und da hat mich jemand angegriffen. Warum klaut man eigentlich nur Scullys Laptop? Kein Schimmer. Shanks wird sicher furchtbar wütend sein. Ganz zu schweigen von Skinner. Na, viel Grund zum Lachen hat er ja wohl auch nicht. Erst verschwinden die beiden, dann verlieren wir die vertraulichen Aufzeichnungen seiner besten Agentin. Ich weiß nicht, womit sie es zu tun haben, aber jemand ist offenbar mutig genug, in eine Dienststelle des FBI einzubrechen und Beweise zu klauen. Ich habe Ihnen von Wong erzählt? Das habe ich dann wohl vergessen. Konnten Sie den Angreifer sehen? Nein. Wer immer das war, muss sehr leise gewesen sein. Entschuldigung, das ist der Tatort eines Verbrechens. Keine Zivilisten. Gut, kommen Sie rein. Na, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich weiß zwar nicht, was du getan hast, aber du hast dir gerade die Beteiligung der Bundesregierung gesichert, du Glücklicher. Was haben Sie? Tja, Agent Wilmore, abgesehen von unerwarteten Entwicklungen, sieht es so aus, als hätte jemand diesem Mann in den Hinterkopf geschossen. Kennen wir uns? Ja, wir haben an diesem Kidnapping-Fall letztes Jahr gearbeitet. Entschuldigung. Kein Problem, es war ein ziemlich großes Team. Wann ist der Tod eingetreten? So ungefähr vor 6 Stunden, ohne der Autopsie vorgreifen zu wollen. Das würde bedeuten, er ist am Morgen des heutigen Tages gestorben. Welches Kaliber hatte die Waffe? Sieht mir wie eine 45er aus, möglicherweise auch eine 357er. Hat ihn im Warzenfortsatz getroffen. Das ist die weiche, schwammartige Knochenmasse hinter dem Ohr. Sie zersplittert leichter, daher ist der angerichtete Schaden umso beträchtlicher. Sehr viele Knochenfragmente werden hinaufgetrieben ins Gehirn. Dort traf Oswald auch John F. Kennedy. Das klingt, als würden Sie an die Theorie vom einsamen Schützen glauben. Nein, Außerirdische töteten John F. Kennedy.
Irgendwelche Anzeichen eines Kampfes? Nein. Entweder wurde er völlig überrascht oder er kannte den Killer. Ich nehme an, es gab auch keine Zeugen. Ich fürchte nein, aber das sollten Sie lieber mit Detective Estadurian klären. Gerichtsmediziner haben ganz selten die Möglichkeit, Zeugen zu befragen, wissen Sie? Was könnte das Motiv sein? Raub, würde ich vermuten. Fragen Sie Estadurian. Es ist Ihr Fall. Eine Ahnung, was passiert ist? Nein. Kann ich Kopien davon kriegen? Klar. Nennen Sie mir Ihren Namen. Craig Wilmore, FBI. Kein Problem. Wird nur ein paar Tage dauern. Was kann ich für Sie tun? Special Agent Craig Wilmore, FBI. FBI? Warum sind Sie an diesem Fall interessiert? Wong hatte vielleicht Verbindungen zu diesem Lagerhaus. Naja, er hatte gleich nebenan seinen Liegeplatz, also dürfte das auf der Hand liegen. Können Sie mir irgendwelche Einzelheiten verraten? Ich bin auf der Suche nach zwei verschwundenen Agenten. Und wo besteht da der Zusammenhang? Meine Ermittlungen führten mich zu diesem Lagerhaus. Da drin fand ich Hinweise auf ein Verbrechen. Auch Blutspuren eines unserer vermissten Agenten. Ich habe Wong gesehen und ihm ein paar Fragen über das Lagerhaus gestellt. Er log mich an. Jetzt ist er tot. Ich bin zwar nicht sicher, wo da ein Zusammenhang besteht, doch es muss einen geben. Das glaube ich auch. Sehr interessant. Dieser Fall fängt langsam an, mir Spaß zu machen. Danke. Gern geschehen. Also, was haben Sie? Der Hafenmeister hat ihn gefunden. Ihm wurde einmal in den Hinterkopf geschossen, großes Kaliber, so wie es aussieht. Keine Zeugen, keine Anzeichen eines Kampfes. Das ist alles? Ja, bisher schon. Was könnte das Motiv sein? Raub höchstwahrscheinlich. Und was wurde gestohlen? Soweit sind wir noch nicht ganz. Ich wollte gerade erst auf das Boot gehen. Raub erscheint mir unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass der alte Herr viel besaß. Vielleicht haben Sie ja recht. Aber Menschen werden aus geringerem Anlass umgebracht. Er hatte vermutlich sein ganzes Bargeld in einer Zigarrenkiste. Oder er wurde umgebracht, weil er für das FBI gesungen hat. Ich finde das nicht sehr witzig. Naja, Wong hat nicht unbedingt in den besten Kreisen verkehrt, wissen Sie. Also, wo ist der Hafenmeister? Unterwegs. Kaffee holen. Ist er schon verhört worden? Nein. Das ist auf meiner Liste das nächste nach der Durchsuchung des Bootes. Gibt es öfter mal Ärger in der Gegend? Nein. Hier ist normalerweise tote Hose. Zu dumm auch. Ja, schön wär's, wenn man das unter Bandenaktivitäten abhaken könnte. So, jetzt ist es wohl an der Zeit, die Agrippa zu besichtigen. Wollen Sie mitkommen? Können Sie mir sagen, wo der seinen Fisch gelagert hat? Was? Seinen Fang. Wo hat er seinen Fang aufbewahrt? Er kann hier nichts einfrieren und er hat auch keine Eismaschine an Bord. Also wo ist der Fisch hin? Und so wie es aussieht, sind die Treibstofftanks da unten riesengroß.
Wussten Sie, dass die Fischbestände hier in letzter Zeit immer mehr zurückgehen? Nein. Woher haben Sie das schon wieder? Wong hat es mir gestern erzählt. Na, jedenfalls ist das eine zuverlässige Quelle. Also, wie lautet Ihre Theorie zum Laderaum? Ich nehme an, dass der gute Wong nicht der war, der er zu sein vorgab und dass dieses Boot zu etwas anderem benutzt wurde als zum Fischen, was wohl ein neues Licht auf diesen Mord werfen würde. Wussten Sie, dass Wong gestohlene Schmerzmittel zu sich nahm? Wovon reden Sie da zum Teufel? Ich habe einen großen Vorrat an Pillen in seiner Kajüte gefunden. Keine Apothekenaufkleber, offensichtlich gestohlene Ware in Klinikgroßpackungen. Na, wie interessant. Das macht die ganze Sache doch irgendwie zwielichtig, oder finden Sie nicht? Also glauben Sie tatsächlich noch, dass das Motiv für den Mord Raub war? Lassen Sie uns doch einfach abwarten, was bei der Autopsie herauskommt. Was bedeutet Tarakan? Was? Tarakan, was ist das? Keine Ahnung, warum? Ich habe in der Kajüte eine Öljacke mit der Aufschrift Tarakan gefunden. Ich nehme an, es ist der Name des Bootes. Nein, dieses Boot hier heißt Agrippa. Sieh mal an. Dann ist das ja ein weiteres Rätsel auf Ihrer Liste. Ich bin fertig. Ich nehme jetzt Wong mit auf seine letzte Fahrt. Sagen Sie, Treat, sie möchte mich anrufen, wenn sie fertig ist. Okay. Es war ein friedlicher Vormittag. Es durfte nicht sehr lange dauern. Danke. Ah, der Hafenmeister ist wieder zurück. Hallo, wenn ich gewusst hätte, dass Sie zu zweit sind, hätte ich noch einen Kaffee mitgebracht. Das macht nichts. Agent Wilmore versucht, weniger Kaffee zu trinken. Ich hätte Ihnen aber auch einen koffeinfreien mitbringen können. Wie lange kennen Sie Wong schon? Schon seit ein paar Jahren. Er hat ja seit 94 seinen Liegeplatz. Ja, seit Anfang 94. Seit wann gehen die Fischbestände in dieser Gegend schon zurück? Eine ganze Weile schon. Die Überfischung ist die wahrscheinlichste Ursache, aber in den letzten paar Monaten ist es sehr viel schlimmer geworden. Die meisten Kleinen haben hier längst aufgegeben. Wong ist der Einzige, der immer noch durchhält. Oder er war es. Wem gehört dieses Lagerhaus? Es ist an eine Firma vermietet, die Majestic Shipping heißt. Das sind irgendwelche Asiaten. Können Sie mir die Telefonnummer geben? Tja, das kommt darauf an, welche Nummer Sie wollen. Die haben Büros in Hongkong und Tschetschenien. Also welche Nummer? Die Hauptnummer. Nein, diese Leute arbeiten nicht ganz so. Aber das ist schon okay. Sie kriegen alle Informationen, die ich habe. Schicken Sie einen Fax an mich. Wissen Sie, ob Mr. Wong irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten hatte? Nein, das wäre mir neu. Seine Liegeplätze zahlt er immer ganz pünktlich. Natürlich ist es für alle hier schwer gewesen in letzter Zeit. Ich nehme an, er merkte das auch. Hat Mr. Wong irgendwelche Feinde gehabt? Das glaube ich nicht. Also ich würde zwar sagen nein, aber heutzutage ist ja so gut wie nichts unmöglich. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches gestern Abend hier aufgefallen? Nein, keineswegs. Es war sehr friedlich. Wo lagern diese Boote normalerweise ihren Fang? Normalerweise haben sie im Laderaum einen sogenannten Frischwassertank. Der sorgt dafür, dass über dem Fang Wasser zirkuliert. Ein paar von den größeren Schiffen haben sicher auch einen Laderaum, der gekühlt ist. Wissen Sie, warum Wongs Boot weder noch hat? Nein, er hat vielleicht nicht das Geld gehabt, um sowas einbauen lassen zu können. Das müsste man sowieso im Trockendock machen. Eigentlich ist das ziemlich seltsam. Ich weiß wirklich nicht, warum. Was ist die Tarakan? Ein Schlepper der hochseetüchtigen Sorte. Er brannte vor circa 2 Monaten aus. Wirklich? Und warum hatte Wong dann Ölzeug von der Tarakan in seiner Kabine? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er diese Leute kannte. Das waren nämlich Russen. Vielleicht hat er es auch nach dem Feuer bei einem Wrackteil gefunden. Ich erinnere mich dunkel, dass die ganze Mannschaft gestorben ist, nicht wahr? Ja. Das Schiff liegt noch drüben im Schwimmdock, falls Sie es sehen wollen.
Wollen wir uns jetzt nicht die Tarakan ansehen? Von mir aus, ja. Es ist nicht weit von hier. Kommen Sie. Okay. Seattle. Naja, jedenfalls ein Kutter der Küstenwache, die Stalwart, sah ein Feuer am Horizont und fuhr sofort dorthin. Aber als sie ankam, war es zu spät. Die ganze Mannschaft war schon verbrannt. Wie viele Männer waren an Bord? Insgesamt 9. Doch es wurden nur 4 Leichen geborgen. Von den anderen wurde angenommen, dass sie auf See verloren gingen. Was war die Ursache für das Feuer? Das wurde nie festgestellt. Sie haben keine Ahnung. Schauen Sie mal. Der Feuerschaden beschränkt sich offenbar auf das Äußere des Schiffes. Die Kabinen und das Innere scheinen nicht verbrannt zu sein. Okay, und was meinen Sie damit? Wie kann ein Feuer die Mannschaft töten, wenn nur der Rumpf verbrannt ist? Und überhaupt, warum hat das Feuer nur den Rumpf verbrannt? Keinen Schimmer. Sie sind doch die Detectives. Haben Sie was dagegen, wenn ich jetzt gehe? Ich muss noch haufenweise Formulare ausfüllen. Wissen Sie, wenn es eine Leiche gibt, dann bricht der Papierkrieg aus. Ja, Sie können gehen. Ich rufe Sie an, wenn ich noch was wissen will. Danke. Ach, kein Problem. Also, es war nett, Sie kennenzulernen. Und ich werde Ihnen diese Telefonnummern faxen. So wie es aussieht, sind wir beide allein.
Offenbar hat hier schon jemand nach Fingerabdrücken gesucht. Oh ja, sieht ganz so aus. Wahrscheinlich bei der ersten Untersuchung wegen des Feuers. Hey, das ist ja eigenartig. Es sieht aus, als wären da neue Fingerabdrücke über den alten. Ja, jemand hat seine Hand darauf gelegt, nachdem es schon nach Abdrücken untersucht war. Das ist ziemlich schlampige Polizeiarbeit. Oder es war noch jemand anders hier. Tja, wir lassen sie besser abnehmen. John, hier ist Craig. Sie müssen ein paar Fingerabdrücke für mich nehmen. Oh, Außendienst, meine Lieblingsbeschäftigung. Und wo? Draußen im Schwimmdock. Das Schiff heißt Tarakan. Es handelt sich um neue Fingerabdrücke an einer Stelle, wo schon mal welche abgenommen wurden. Ich liebe Herausforderungen. Markieren Sie die Stelle für mich und ich erledige es. Das sieht interessant aus. Anscheinend kyrillisch. Hier in Seattle haben wir eine Sondereinheit, die ermittelt gegen Schmuggler aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie haben einen eigenen Übersetzer zur Verfügung. Da kann ich das hinschicken. Das ist okay. Ich nehme an, Sie können teilen. Natürlich teile ich den Ruhm mit Ihnen. Okay. Na, das war ja einfach. Ich hatte gedacht, dass Sie mir Schwierigkeiten deswegen machen würden. Nein, wenn uns die Möglichkeit zur Verfügung steht, sollten wir sie wahrnehmen. Na, das ist aber eine lobenswerte Einstellung. Sie wissen ja, was man über das Fliegenfangen sagt. Sehen Sie sich das an. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Seien Sie bitte damit vorsichtig. Nur die Ruhe. Es sieht aus, als könnte es ein Sprengkörper sein. Ja, schon möglich. Es ist jedenfalls schwer genug. Vielleicht sollten wir ein Entschärfungskommando rufen. Lassen Sie uns nicht überreagieren, okay? Was zum Teufel tun Sie denn da? Sie dürften nur eine Tasse Kaffee am Tag trinken. Es ist nämlich leer. Und was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich kenne einen überaus begabten Labortechniker. Kommen Sie mit, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Sehen Sie diese Umrisse hier an der Seite der Aufbauten? Ja, das sieht beängstigend aus, oder? Was ist die Ursache? Ich habe keine Ahnung. Das erinnert mich an bestimmte Fotos von Hiroshima. Und wieso? Naja, die Explosion der Bombe hat die Umrisse von Menschen hinterlassen. Ich weiß nicht warum. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern. Ich war noch ein Kind, als ich diese Bilder sah. Oh Gott, und sie haben mir schreckliche Angst gemacht. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie irgendwas sehen. Hey, Detective. Die Gerichtsmedizinerin hat gerade angerufen. Sie ist mit der Autopsie von Mr. Wong fertig und hat etwas gefunden, das Sie sich ansehen sollten. Wir müssen schon wieder in die Gerichtsmedizin. Ich kann es kaum erwarten.
Das ist Agent Wilmore vom FBI. Er hat Wong gestern verhört. Hoffentlich haben Sie alles erfahren, was Sie wissen wollten. Was wissen Sie denn? Das war zweifellos eine der ungewöhnlichsten Autopsien, die ich je durchgeführt habe. Dieser Mann ist durch eine Schusswunde im Hinterkopf getötet worden. Großkalibrige Waffe aus nächster Nähe abgefeuert. Außerdem war er drogenabhängig. Er ist high gewesen, als er gestorben ist. Das würde erklären, warum es keinen Kampf gab. Aber auch wenn die Kugel oder die Drogen ihn nicht umgebracht hätten, wäre der Mann innerhalb von 4 Wochen tot gewesen. Ach du großer Gott. Und warum? Er hat überall im Körper massive Tumore gehabt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Was würde so etwas verursachen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so vom Krebs zerfressen war. Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Wissen Sie, mir geht's auch so. Was für ein Krebs war es denn? Tja, das ist ja das Merkwürdige. Es sind 3 verschiedene Arten von Krebs und es würde mich nicht überraschen, wenn sich rausstellt, dass er noch ein paar mehr hatte. Es ist, als ob sein ganzes Endokrin- und Immunsystem auf einmal durchgedreht wäre. Existiert ein Name dafür? Bizarr. Nein, ich meine, existiert denn kein Syndrom, was das erklären würde? Nein, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Woher wissen Sie, dass er high war? Ich vermute, dass aufgrund gewisser Anzeichen, da wäre die Erschlaffung seiner Blutgefäße, die totale Erweiterung der Pupillen und solche Sachen. Ich habe das schon häufiger gesehen, aber die Bluttests werden es bestätigen. Was kann einen Krebs wie diesen verursachen? Ich habe keine Ahnung. Das ist zwar nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich kann mir nicht vorstellen, was so etwas auslösen könnte. Er war möglicherweise einer krebserzeugenden Substanz ausgesetzt. Radioaktivem Material oder bestimmten Arten von stark mutagenen Chemikalien. Das sind die einzigen Dinge, die da in Frage kommen. Wie lange war er schon krank? Tumore sind sehr unberechenbar. Ein Geschwür braucht schon eine Weile, um so groß zu werden, und es hat ihm bestimmt furchtbare Schmerzen bereitet. Was den Gebrauch von Drogen erklären würde. Auch wenn man unter Drogen steht, ist ein Zustand wie dieser beinahe unmöglich zu ertragen. Und die Menge, die er nehmen musste, um die Schmerzen zu mildern, hat ihn vermutlich zum Zombie gemacht. Schon seltsam. Haben Sie sowas in letzter Zeit schon mal erlebt? Nein, Gott sei Dank. Ist das die Kugel? Ja, das ist sie. Ich würde sie gern untersuchen lassen. Das geht wohl in Ordnung, nehme ich an. Wie lange hat der Mann schon Drogen genommen? Das ist schwer zu sagen. Die Gewebe- und Blutproben geben uns vielleicht ein paar Hinweise, aber es könnte trotzdem schwer zu bestimmen sein. Das Vorhandensein massiver Tumore legt nahe, dass der Mann unter furchtbaren Schmerzen litt und die Drogen vielleicht zur Betäubung benutzt hat. Haben Sie sowas in letzter Zeit schon mal erlebt? Nein. Es gab da vor ein paar Monaten ein Feuer auf hoher See, und zwar auf der Tarakan, ja. Ich erinnere mich daran. Sie sind schon der 2. FBI-Agent, der mich diese Woche danach fragt. Wovon reden Sie überhaupt? Also, um ganz genau zu sein, sind Sie sogar der 3. FBI-Agent. Es waren vor kurzem noch 2 hier, ein Mann und eine Frau. Und? Die ließen die Leichen der Mannschaft von der Tarakan exhumieren. Sie hat darauf bestanden, eine 2. Autopsie durchzuführen. Und wie waren Ihre Namen? Keine Ahnung. Da müsste ich nachsehen. Hier kommen immer sehr viele Namen durch. Es waren Mulder und Scully, nicht wahr? Ja. Dana Scully und Fox Mulder, das stimmt. Was hat sie rausgefunden? Ich habe keine Ahnung. Die Körper sind noch hier, falls Sie sie sehen wollen. Was besagt die ursprüngliche Autopsie? Dass sie an schweren Verbrennungen starben. Wir möchten sie sehen. Na schön. Sie sind hoffentlich nicht zimperlich. Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Ich warne Sie, das wird vermutlich ziemlich schlimm. Diese Jungs waren immerhin schon 2 Monate unter der Erde. Alles in Ordnung? Alles bestens, danke. Können wir das bitte schnell hinter uns bringen? Na klar.
weiß nicht, was zum Teufel hier vor sich geht. Anscheinend hat jemand die Leichen von der Tarakan gestohlen. Warten Sie bitte hier, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich lasse Sie wissen, wenn ich etwas herausfinde. Also gut, lassen Sie hören. Wovon reden Sie überhaupt? Sie wissen doch verdammt gut, wovon ich spreche. Ich erwarte völlige Offenheit über die Fälle, an denen Sie und Ihre Kollegen gerade arbeiten. Ich bin auf der Suche nach zwei verschwundenen FBI-Agenten. Okay, sind das die zwei, die die Leichen exhumieren ließen? Ja. Okay, also, die Leichen sind verschwunden, die Agenten sind verschwunden und Wong ist von einem Krebs aus dem Weltall zerfressen. Was zum Teufel geht hier vor? Ich habe ein paar Theorien. Okay, ich bin ganz Ohr. Naja, Oh mein Gott. Was ist denn? Ich fürchte, ich weiß, was hier vorgeht. Oh, großer Gott, ich hoffe, ich habe Unrecht. Was ist? Die schmuggeln irgendetwas. Das sind Schmuggler. Wong hat für die gleichen Leute gearbeitet wie die Mannschaft von der Tarakan. Das erklärt vielleicht das Ölzeug und die fehlende Fischereiausrüstung. Also haben die für die gleichen Leute gearbeitet. Sie befragten Wong und er wurde getötet, weil die dachten, er hätte geredet. Ihre vermissten Agenten lassen die Mannschaft von der Tarakan exhumieren und sowohl sie als auch die Leichen verschwinden. Wir sind über einen Schmugglerring gestolpert, der entweder radioaktives Material oder vielleicht auch Chemiewaffen aus der ehemaligen Sowjetunion in die USA bringt. Dadurch wäre das Feuer auf der Tarakan erklärt, Wongs Erkrankung, warum er getötet wurde und was mit ihren beiden vermissten Agenten geschehen ist. Sie waren einfach zu nah dran. Die Spuren sollen verwischt werden und sie schrecken nicht davor zurück, FBI-Agenten dafür zu erschießen. Sie und ich müssen zusammenarbeiten. Sie müssen aufhören, mich zu belügen. Wir müssen das irgendwie aufhalten. Falls ich recht habe, sterben Tausende von Menschen vielleicht. Ich muss darauf bestehen, dass wir gleichberechtigt zusammenarbeiten. Okay. Von jetzt an haben Sie einen neuen Partner. So werden die Steuergelder verschwendet. Hey, sagt Ihnen vielleicht der Begriff Mittagspause irgendetwas? Na, Sie haben ja eine Laune. Was wollen Sie?
Donnerwetter. Was ist das? Eine Bombe? Keine Ahnung. Ich denke nein, aber Sie müssen für mich herausfinden, was es tatsächlich ist. Euer Wunsch sei mir Befehl. Ah, noch ein Bleistückchen. Ich liebe Kugeln. Einfach, verschwiegen und knallhart. Eigentlich genau wie Sie, Wilmore. Aber in den richtigen Händen, da sprechen Sie wahre Bände. Soll ich diese hier mit der letzten Kugel vergleichen? Gehen Sie so vor wie immer. Na gut, dann mache ich das so. Hey, wann bekomme ich endlich diesen Dollar? Wussten Sie, dass ich in Cleveland aufgewachsen bin? Nein, in Cleveland, wirklich? Ja. Und als Junge habe ich es immer als die Hölle angesehen. Haben Sie eine Vorstellung, wie kalt es in Cleveland ist? Kalt? Ich würde sagen, es ist heute sehr kalt in Cleveland. Aber nicht so kalt, dass es zufriert. Sind diese Fingerabdrücke schon fertig? Hier sind sie zwar schon, aber ich muss sie ja schließlich noch bearbeiten. Ihre Entschuldigungen klingen verdächtig nach Gewerkschaft. Hey, ich bin's. Du hattest mich gebeten, dich anzurufen, wenn wir hier gut angekommen sind. Wir sind hier gut angekommen. Das war's. Fröhliche Ostern! Hey, ich bin's. Ich habe diese Fingerabdrücke für Sie abnehmen lassen. Ich muss schon sagen, das war sehr lustig. Ich habe sie bearbeitet, konnte aber keine Übereinstimmung feststellen. Ich habe sie mit jeder Datenbank verglichen, zu der ich Zugang hatte. Nichts. Sie sollten jetzt mal Ihre Möglichkeiten durchspielen. Sie wissen schon, die Terrorismusdatenbank, die über Außerirdische und die der Ex-Präsidenten. Ich bin sicher, Sie werden irgendwas finden. Ich habe die digitale Datei an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Standardformat. Bis später. Was tun Sie denn da? Nein, Mann, was tun Sie denn zum Teufel? Sie sollten mich über Ihren Fall auf dem Laufenden halten. Aber haben Sie mich informiert? Nein. Ich wurde vollkommen im Dunkeln gelassen. Sie wissen doch, wir arbeiten nach dem Partnerprinzip. Was ist, wenn Ihnen etwas zustößt? Was wäre denn dann mit Ihrer Untersuchung? Hier geht es um das Leben von Agenten. Darüber sollten Sie nachdenken, statt wie Sie Punkte bei Direktor Skinner sammeln können. Halten Sie die Klappe! Großer Gott! Sie tun ja so, als ob Sie der Mittelpunkt des Universums wären. Wieso versuchen Sie es nicht erstmal mit Fragen, bevor Sie mich anschreien? Es tut mir leid, falls Sie armer Kerl einen schlechten Tag hatten. Aber entweder behandeln Sie mich höflich oder Sie verlassen mein Haus. Oh Mann, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin nicht gut drauf. Ich wurde von zwei Typen in einer Limousine verfolgt. Ich weiß zwar nicht, wer die sind, aber sie arbeiten offenbar für die Regierung. Ich glaube, Mulder und Scully sind über einen Korruptionsfall gestolpert, der bis ganz nach oben ins FBI führt.
Also, für wen arbeiten die? Fürs FBI. Dem konservativen Kleidungsstil nach zumindest. Gut, informieren Sie mich. Eigentlich habe ich nichts. Jedenfalls keine handfesten Spuren, die irgendeinen Sinn ergeben würden. Das ist aber schade. Was sagt Skinner dazu? Keine Ahnung, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Halten Sie mich einfach auf dem Laufenden und ich werde auch tun, was ich kann. Ich war einfach zu beschäftigt. Sicher, aber ich kann Ihnen helfen. Wenn Sie so feststecken, kann doch jede Kleinigkeit bedeutsam und wichtig sein. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich meinen Job machen. Und warum fand man Ihre Fingerabdrücke auf der Tarakan? Was? Die Tarakan. Das ist ein Hochseeschlepper, der gebrannt hat. Ja, das weiß ich. Worauf wollen Sie hinaus? Warum wurden Ihre Fingerabdrücke auf einem Schiff gefunden, das im Zusammenhang mit 10 Todesfällen und 2 Verschwundenen steht und von dem Sie eigentlich gar nichts wissen dürften? Ich erhielt vor 2 Monaten den Auftrag, in dieser Brandsache zu ermitteln. Ich konnte nichts finden. Ich war ein paar Stunden an Bord und das war's. Und warum weiß ich davon gar nichts? Keine Ahnung, vielleicht waren Sie auf der Toilette. Hören Sie, ich habe das nie erwähnt, weil ich es bedeutungslos fand. Ich übergab meinen Bericht Shanks und das war's dann. Na schön, vielleicht habe ich einen Fingerabdruck hinterlassen, aber das ist alles, was ich falsch gemacht habe. Warten Sie mal. Vielleicht werde ich ja deswegen beschattet. Ich hatte die Mannschaft als Schmuggler verdächtigt und das schrieb ich auch in meinen Bericht. Und wenn die meinen Bericht kennen, dann ist jemand vom FBI involviert. Nein, hören Sie, das ergibt absolut einen Sinn. Es gibt einen mächtigen Schmugglerring. Der Beamte schmiert, vielleicht sogar FBI-Agenten, damit die nicht nur wegschauen, sondern auch manchmal tatkräftig Hilfe leisten. Das schließt auch die Beschattung von Agenten ein, die der Wahrheit zu nahe gekommen sind. Herrgott, und es ist gar nicht abzusehen, wie hoch das geht. Also hören Sie, wir dürfen kein Risiko eingehen. Sie müssen mich auf dem Laufenden halten. Ich will, dass Sie mit niemandem außer mir sprechen, bis wir herausfinden können, was hier los ist. Und jetzt verschwinde ich, bevor mein Wagen gesehen wird. Okay, ich leg mich auf die Lauer. Beim Lagerhaus? Mhm. Seien Sie vorsichtig.
Ja. Ich habe vielleicht Neuigkeiten. Guten Morgen. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe gestern Nacht gearbeitet. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe nicht gearbeitet. Wie spät ist es? Schon fast Mittag. Wir haben ein Verbrennungsopfer. Die Verletzungen sind offenbar die gleichen wie bei der Mannschaft der Tarakan. Ich habe alles auf diesem Videoband. Lassen Sie es mich nur zurückspulen. Hey, da blinkt ja gar nicht Mitternacht. Beeindruckend. Ich stehe auf Männer, die ihren Videorekorder im Griff haben. Woher wissen Sie von den Verletzten auf der Tarakan? Ich kann Ihnen die ursprünglichen Autopsieberichte gern mal zeigen, wenn Sie sie sehen wollen. Wer ist das Opfer? Ein Lastwagenfahrer bei Gordon's Hauling in Charno, Name unbekannt. Woher haben Sie das Videoband? Von der Überwachungskamera der Tankstelle. Es ist keine tolle Qualität, aber es zeigt trotzdem... dieses Ding. Was für ein Ding? Das werden Sie schon sehen. Um welche Uhrzeit war das? Das war um 6.17 Uhr heute früh. Das könnte Mulders Mietwagen sein. Die gleiche Marke. Und er sieht auch aus wie Mulder. Haben Sie ihn denn schon mal gesehen? Nein, nur auf Fotos. Der Kerl ist gestern Nacht beim Lagerhaus gewesen. Anderer Lastwagen, gleiche Firma, Gordon's Hauling. Charno, Washington. Also, was halten Sie davon? Was war das? Ich habe keine Ahnung, aber seine Verletzungen sind identisch mit denen der Leute von der Tarakan. Und alle elektronischen Geräte der Tankstelle haben nicht mehr funktioniert. Also, was könnte das sein? Dieses Licht sah aus, als ob es aus dem Körper des Mannes kommen würde. Ja, merkwürdig. Und was sollte das alles nun wieder? Jemand scheint Ihnen einen Fax zu schicken. Der Leichnam ist inzwischen bei Truitt und ich werde zu ihr rüberfahren und nachsehen, was sie rausgefunden hat. Oh, ich habe dieses kyrillische Dokument übersetzen lassen und stellen Sie sich vor, es war eine Schmiergeldliste und raten Sie mal, wer drauf stand. Wong. Er bekam fast $30,000 in den letzten 2 Monaten. Daher bin ich überzeugt, dass der Mord was mit der Mafia zu tun hat. Wahrscheinlich, weil Sie ihn verhört haben. Also sind Sie wohl doch für seinen Tod verantwortlich. Ich habe den Fall der Spezialeinheit übergeben. Und in welcher Verbindung steht das mit Gordon's Hauling? Sie meinen, warum war ein Truck von Gordon's Hauling sowohl hier als auch beim Lagerhaus? Ja. Die haben was mit dem Schmuggel zu tun. Wo ist der Truck? Der ist völlig leer. Die Leute von der Spurensicherung untersuchen ihn gerade. Wie passen die Tarakan-Leute zu all dem? Sie waren wohl an dem Schmuggel beteiligt. Und sie sind entweder zu unvorsichtig mit dem Plutonium umgegangen oder jemand hat sie umbringen lassen. Was wollte der Mann aus Charno von Mulder? Angenommen, es war Mulder. Keine Ahnung, aber was es auch war, es kann nichts Gutes gewesen sein. Wer war er?
Wir haben ihn noch nicht identifiziert. Er hat sehr schwere Verbrennungen. Und was ist mit Gordons Hauling? Kann ihn da jemand identifizieren? Da geht niemand ans Telefon. Und offenbar hält sich auch niemand auf dem Gelände auf. Und der Sheriff von Duval County hat dort auch keinen angetroffen. Konzentrieren wir uns lieber auf Mulder und Scully. Wo sind sie? Dieses ganze Voodoo-Zeug mit blitzenden Lichtern und verbrannten Leichen ist nicht der Fall, den wir lösen sollen. Das sehe ich anders. Wenn wir verstehen, worum es hierbei geht, können wir ihre vermissten Agenten finden. Damit ist ja wohl alles klar. Sie schmuggeln Plutonium. Oh Gott, wir müssen das beenden. Sie könnten viele Leute umbringen. Okay, Cowboy, gehen wir, bevor es dunkel wird. Wo wollen wir denn hin? In die Gerichtsmedizin natürlich, um uns dort die Autopsieberichte der Verbrennungsopfer zu holen. Kann ich schnell nochmal duschen? Ich weiß nicht, ob Sie das können. Ich brauche vielleicht Hilfe dabei. Dann sollten Sie lieber Ihren Partner anrufen. Cook soll fabelhaft den Rücken schrubben können. Ich hasse es, hierher kommen zu müssen. Soweit ich das jetzt schon sagen kann, verbrannte dieser Mann nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Es sieht aus, als ob er einer Strahlenbelastung vergleichbar mit der von Hiroshima ausgesetzt war. Wie kommen Sie darauf, dass es Strahlung ist? Tja, ich weiß zwar nicht viel darüber, aber seine Verbrennungen sind so total, so vollständig, wie das bei einem Feuer nicht der Fall wäre. Und die Kleidung, die ich von seinem Körper entfernt habe, war ziemlich unbeschädigt. Sehen Sie das? Das ist der Abdruck von der Aufschrift auf seinem Hemd. Sowas wird durch thermische Strahlung verursacht. Auswirkungen dieser Art wurden auch in Hiroshima beobachtet. Kimono-Muster wurden in die Haut ihrer Träger gebrannt und die Schattenrisse von Menschen sind in Mauern eingeprägt worden. Konnten Sie Ähnlichkeiten zwischen diesem Opfer und denen von der Tarakan entdecken? Die Auswirkungen sind beinahe identisch. Wir haben das gar nicht erkannt bei den Tarakan-Leuten, weil uns das nicht in den Sinn gekommen ist. Ich meine, das sind doch sehr ungewöhnliche Dinge, wissen Sie. Manchmal sehen wir das Außergewöhnliche nicht, obwohl es direkt vor uns liegt, weil wir es einfach nicht erwarten. Irgendein Hinweis auf die verschwundenen Leichen? Nein. Wer das gemacht hat, war sehr gut. Sie sind hier eingedrungen und haben die Leichen rausgeholt, ohne Spuren zu hinterlassen. Kann falscher Umgang mit radioaktivem Material solche Verbrennungen verursachen? Das glaube ich weniger, aber ich weiß nicht sehr viel darüber. Falscher Umgang mit radioaktivem Material ist vielleicht eine Erklärung für Mr. Wongs Tumore, aber Verbrennungen wie diese können nur durch eine Art Explosion verursacht werden. Na, die sind hier offensichtlich nicht sehr sicherheitsbewusst. Und das, obwohl hier so viel schönes Zeug herumsteht. Das ist derselbe Truck wie der vor dem Lagerhaus. Wir sind hier also offenbar richtig.
Sind Sie verletzt? Nein, schon gut. Ich habe gefunden, wonach wir suchen. Was ist das? Sehen Sie sich das an. Diese Papiere verzeichnen eine Anzahl von Lieferungen zwischen Lagerhäusern am Dock und einer Adresse an der Landstraße Nummer 1121 in Fenty County, Washington. Dann weiß ich jetzt schon, wo wir hingehen. Dieser Ausflug war doch keine verplemperte Zeit. Gut, also gehen wir. Ja. Wir sind eingeschlossen. Oh mein Gott, da ist eine Bombe drin. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Augenblicken wie diesen wünschte ich mir, dass ich noch rauchen würde. Alles in Ordnung? Oh ja, ich finde solche Sachen ziemlich erfrischend. Also ich nehme an, Sie möchten, dass ich fahre. Ja, das wäre ein netter Zug von Ihnen. Ich habe noch nie eine Bombe überlebt. Ach, mir passiert das ständig. Nein, 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 nein. Ich meine, Sie sind zwar ein ganz netter Kerl, aber belassen wir das auf beruflicher Ebene, okay? Wer war dieser Kerl? Er war unglaublich stark. Den Eindruck hatte ich auch. Glauben Sie, er geht ins Fitnessstudio? Irgendwas war merkwürdig mit seinen Augen. Ist Ihnen das aufgefallen? Nein, als er mich durch den Raum geschleudert hat, habe ich darauf leider nicht achten können. Es schien mir, als ob irgendwas nicht mit ihm stimmt. Es war beinahe so, als würde er von irgendetwas gesteuert werden. War die Bombe als Falle gemeint oder sollte sie etwas in diesem Büro schützen? Und was? Die Information in diesem Logbuch. Zum Beispiel die Adresse an einer Landstraße. Alles, was da drin war, dürfte jetzt ziemlich schwer zu lesen sein, würde ich sagen. Ich glaube, die Bombe sollte jemanden in die Falle locken und umbringen. Jetzt wissen wir ja wohl, warum das Tor offen war. Sie meinen, das war nicht bloß Kleinstadt-Idylle? Nein, das Tor war offen, damit jemand reinkommen konnte, um die Bombe auszulösen. Ja, aber war das nun für uns oder diesen Kerl gedacht? Also, wem gehört nun dieser Laden? Tja, der Russenmafia, würde ich sagen. Genau. Ach, sind Sie jetzt endlich soweit? Ich jedenfalls schon. Sie wollten fahren, nicht wahr? Genau.
Hey, Partner, gute Nachrichten. Was ist denn los? Das werde ich Ihnen sagen. Ich durfte Ihren Fall gelöst haben. Wovon reden Sie überhaupt? Von Jewgeni Smolnikow, dem Oberhaupt eines georgischen Schmugglerrings. Und ich habe einen Zeugen, der ihn in der Nacht vor Wongs Ermordung bei den Docks sah. Ich habe die Überwachung seines kleinen Liebesnestes angeordnet und seit heute Morgen liegen uns genug Beweise für einen Durchsuchungsbefehl vor. Wir fahren jetzt dorthin und treffen da das Sondereinsatzkommando. Sie brauchen mir nicht zu danken. Was ist mit Esther Dorian? Weiß sie schon, was sie tun wollen? Na klar, sie ist längst informiert worden. Ich bin doch ein vorbildlicher Verbrechensbekämpfer. Und wenn sie ihren Hintern hierher bewegt, bevor wir gehen, darf sie auch gerne mit. Und wieso haben Sie mir nichts davon gesagt? Ich wollte es Ihnen ja sagen. Doch wir haben die Beweise erst seit heute Morgen. Und außerdem waren Sie gestern sowieso ein bisschen daneben, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Tja. Das ist meine Untersuchung. Ganz im Gegenteil. Das ist unsere Untersuchung. Ich versuche doch nur, die Bösen zu fangen. Wissen Sie nicht mehr, dass wir hier normalerweise immer versuchen, die Bösen zu fangen? Ich werde verhindern, dass Sie das tun. Ich bitte Sie, warum machen Sie mich jetzt fertig? Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Ich mache doch nur meinen Job. Warum werden Sie denn auf einmal so eifersüchtig? Es steht völlig außer Zweifel, dass dieser Kerl Plutonium in den Nordwesten Amerikas eingeschmuggelt hat. Und ich vermute, dass er der Schlüssel zu Ihren vermissten FBI-Agenten ist. Also, dann mal los. Lassen Sie uns gehen. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Halten Sie mich etwa für einen Amateur? Ja, ich habe einen Durchsuchungsbefehl von einem Bundesrichter. Wer ist der Zeuge? Welcher Zeuge? Der Smolnikow identifiziert hat. Fred Kohler, 56, obdachlos. Schlief unter einem Fischernetz, keine 50 Meter vom Tatort entfernt und hat alles gesehen und gehört. Ich würde ihn gern verhören. Na klar, wann immer Sie wollen. Nach der Razzia gehört er Ihnen. Lassen Sie uns gehen. Bleiben unsere Männer. Das Sondereinsatzkommando der Polizei ist unterwegs. Wir sollten warten. Ich sage, wir bringen das hinter uns. Soweit ich weiß, hat Smolnikow das Gebäude allein betreten. Was haben Sie gesagt? Nach Ihnen, Partner. Geben Sie Deckung. In Ordnung.
Keine Bewegung, FBI! Politjetschka. Keine Bewegung! Ja, Podarki nie ma gust schitać. Guck, kommen Sie runter, ich hab ihn! Ich folge Ihnen auf den Fersen. Wo waren Sie? Ich war im Erdgeschoss. Okay, Mr. Smolnikov. Was können Sie uns sagen? Was wollen Sie hier? Ich habe nichts getan. Sie haben kein Recht, hier auf diese Weise einzudringen. Wir sind hier nicht in Russland. Halten Sie den Mund. Sie sind verhaftet. Ich werde ihm den Sermon mit seinen Rechten verlesen. Und ich habe übrigens eine 38er im Erdgeschoss gefunden. Sie haben recht, eine 38er. Ja. Und ich möchte wetten, mit dieser Waffe wurde Wong getötet und Scully angeschossen. Lassen Sie sie ballistisch untersuchen. Das ist nicht meine Waffe. Ja, ja. Sehen Sie sich das an. Ein Verzeichnis der bezahlten Löhne. Das gleiche wie das von der Tarakan. Es ist in Ihrem Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, Mr. Smolnikov. Wo ist das Plutonium, das Sie geschmuggelt haben? Was? Ich handle ja nun wirklich mit allem möglichen Zeug, aber damit nie. Sie reden völlig in Unsinn. Was haben Sie in diesem Lagerhaus? Wie meinen Sie das? Sie sind doch in meinem Lagerhaus. Wir haben Gehaltslisten von der Tarakan und danach hat Wong für Sie gearbeitet. Wir haben unten übereinstimmende Aufzeichnungen gefunden. Na und? Das beweist doch gar nichts. Warum ließen Sie die Tarakan-Crew ermorden? Ich lasse doch keinen ermorden. Das waren meine Männer. Warum sollte ich sie denn ermorden? Es gab ein Feuer! Genau, ein Feuer, das Sie gelegt haben, um Ihr Verbrechen zu vertuschen. Ich bin vielleicht ein Schmuggler, so wie viele andere, aber ich habe keinen dieser Leute ermordet. Warum haben Sie Wong getötet? Weil er geredet hat, was versuchen Sie zu verbergen? Ich habe Wong nicht umgebracht. Ich kannte ihn zwar. Und er arbeitete mal für mich. Aber ich habe nicht getötet. Hey, schlafen Sie im Dienst? Wilmore,
Wie geht's Ihnen? Gut, wie geht's Ihnen? Sie sehen nicht gut aus. Ich fühle mich auch nicht so gut. Was fehlt Ihnen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brüte eine Grippe aus oder sowas. Was gibt's? Ich nehme an, ich soll die abfeuern. Erraten. Na, wie schön. Meine Kopfschmerzen hatten gerade aufgehört. Das tut mir ja leid. Es geht Ihnen wirklich nicht gut, oder? Nein. Gehen wir. Und natürlich stimmen alle drei überein. Na toll. Vielen Dank. Hoffentlich geht's Ihnen bald besser. Wo sind die FBI-Agenten? Wovon reden Sie überhaupt? Wir haben das Blut von der Frau in Ihrem Lagerhaus gefunden. In welchem Lagerhaus? Sie sind in meinem Lagerhaus. Die Tatwaffe gehört Ihnen. Das können wir einwandfrei beweisen. Ich habe keine FBI-Agenten getötet. Na los. Ich bringe ihn in die Stadt und bucht ihn ein. Kommen Sie. Sie können ihn weiter verhören, wenn wir hier endgültig Klarheit haben. Lassen Sie das Lagerhaus von der Polizei versiegeln. Gehen wir. Hier ist Amos. Dieses Schiff, auf das Sie mich geschickt haben, war radioaktiv. Was? Dieses Schiff, die Tarakan, die ist hochgradig radioaktiv verstrahlt. Sie haben mich in eine heiße Zone geschickt. Das ist es, was mir fehlt. Ich habe keine Grippe. Ich habe die Strahlenkrankheit. Es tut mir ja schrecklich leid, John. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Seien Sie ein bisschen vorsichtiger, damit Sie nicht noch jemanden umbringen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Wobei denn? Bei Ihrer kleinen Razzia bei den Schmugglern. Ich hatte diesen Fall an eine Spezialeinheit übergeben und Sie zwei Cowboys gehen los und ballern darum, ohne auch nur vorher einmal anzurufen. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie dumm ich dabei aussehe? Dann hat Cooks Organisation nicht geklappt. Sie sind ja so ein kleiner Junge. Nun schieben Sie doch nicht alles auf Cook. Sie führen diese Untersuchung, also übernehmen Sie auch die Verantwortung für das, was Sie tun. Sagen Sie, gehen Sie nicht ran? Nein, der AB nimmt ab. Ich bin davon nicht sehr überrascht. Ich habe Sie ja schon von Anfang an durchschaut. Agent Wilmore, wir müssen uns sofort treffen. Ihre Aktivitäten gefährden das Leben von Mulder und Scully. Sie sind am Leben, aber das werden sie nicht viel länger sein, wenn wir nicht schnell handeln. Diese Sache hat nichts mit russischen Schmugglern zu tun. Sandpoint,
Hangar 4 bei Sonnenaufgang. Kommen Sie allein, oder ich werde mich nicht zeigen. Also ich weiß wirklich nicht, mit welchen idiotischen, blöden Science-Fiction-Kram Sie sich da beschäftigen. Und wissen Sie was? Es ist mir egal. Ich bin nur hierher gekommen, um Ihnen etwas mitzuteilen. Smolnikov ist gerade wegen Mangels an Beweisen freigelassen worden. Also, der Unterhaltscheck ist schon wieder überfällig, den dritten Monat hintereinander. Du hast doch versprochen, das auf die Reihe zu kriegen. Mir geht das auf die Nerven. Schick ihn einfach, okay? Agent Wilmore, wir müssen uns sofort treffen. Ihre Aktivitäten gefährden das Leben von Mulder und Scully. Sie sind am Leben, aber das werden sie nicht viel länger sein, wenn wir nicht schnell handeln. Diese Sache hat nichts mit russischen Schmugglern zu tun. Sandpoint, Hangar 4 bei Sonnenaufgang. Kommen Sie allein, oder ich werde mich nicht zeigen.
Agent Wilmore. Es freut mich, dass Sie meinem Rat gefolgt und allein gekommen sind. Vielleicht sind Sie nicht so unfähig, wie ich gedacht habe. Wir haben sehr wenig Zeit, also erwarte ich von Ihnen, dass Sie mir genau zuhören. Das absolut Wichtigste ist, dass Sie niemandem erzählen dürfen, dass ich hier war und dass wir uns unterhalten haben. Niemandem beim FBI. Nicht Cook, nicht Jenks und auch nicht dieser Polizistin, mit der Sie sich zusammengetan haben. Verstehen Sie mich? Ich will Ihr Wort darauf, Agent Wilmore. Oder ich werde Ihnen nicht helfen. Wer sind Sie? Ich habe nicht sehr viel Geduld und noch weniger Zeit. Also habe ich nun Ihr Wort. Ich kann Ihnen nichts versprechen, bevor ich weiß, wer Sie sind. Wer ich bin, ist unwichtig. Ich will Ihr Wort haben, Agent Wilmore. Ich werde schweigen. Gut. Hören Sie jetzt lieber genau zu, was ich Ihnen zu sagen habe. Menschenleben sind in großer Gefahr. Ihr eigenes eingeschlossen. Mulder und Scully sind noch am Leben. Das sagten Sie schon. Aber sie werden nicht mehr lange leben, wenn Sie jetzt nicht mal langsam etwas unternehmen. Scully und Mulder sind nicht zusammen. Sie müssen die Jane Doe finden, die vor 3 Tagen ins presbyterianische Krankenhaus von Gold Bar eingeliefert worden ist. Sie wird nämlich schon bald entlassen. Das hier hat gar nichts, ich wiederhole, rein gar nichts zu tun mit geschmuggeltem sowjetischem Plutonium. Was ist es dann? UFOs oder geheime Experimente der Regierung? Irgendwie bewundere ich Ihren Zynismus, Agent Wilmore. Ein Jammer, dass er durch Ihre Naivität so verwässert wird. Hören Sie mir zu. Wenn Sie Mulder und Scully wirklich helfen wollen, werden Sie etwas anderes als eine Schusswaffe brauchen. Um das hier zu besitzen, sind Menschen schon gestorben. Ich borge es Ihnen jetzt für einen kurzen Zeitraum, weil Sie nämlich ohne das auf gar keinen Fall überleben würden. Der Mann, nach dem Mulder und Scully gesucht haben und den Sie unbedingt finden müssen, wenn Sie sie retten wollen, kann nur umgebracht werden, indem man ihm mit der Spitze dieser Waffe die Schädelbasis durchbohrt. Wer ist er? Dieser Mann ist nicht das, was er zu sein scheint. Wenn seine Verletzung nicht präzis genug ist, dann wird er Sie töten. Versuchen Sie nicht, auf ihn zu schießen. Sie dürfen überhaupt nichts anderes versuchen, außer diese Waffe hier zu benutzen. Wenn irgendjemand herausfindet, dass Sie sie haben, sind Sie ein toter Mann. Vergessen Sie auf keinen Fall diese Unbekannte in Gold Bar. Halt! Vorsicht! Ganz ruhig, ich bin's. Das sehe ich jetzt auch. Sie werden ganz schön grummelig, wenn Sie unter Druck stehen, nicht wahr? Was wollen Sie denn hier? Soll das ein Witz sein? Nach diesem Anruf hätte ich das auf keinen Fall verpassen wollen. Dann seien Sie lieber vorsichtig, sonst setzt er Sie nämlich unter Druck. Das würde mich nicht stören. Er war eigentlich ganz süß. Süß? Mir fällt Ihnen dabei wohl nicht ein. Tja, so wie es aussieht, haben wir reichlich Gesprächsstoff, nicht wahr? Ja, das würde ich auch sagen. Aber wir müssen zuerst diese verletzte Frau auftreiben. Hallo. Darf ich fragen, was Sie hier suchen? Wir suchen nach Dana Scully. Und wen darf ich melden? Ich bin vom FBI. Können Sie mir Ihren Ausweis zeigen? Ja, können Sie sich zufällig an den Namen von Ihrem direkten Vorgesetzten erinnern? Ich soll ihn anrufen, aber ich habe dummerweise seine Nummer verlegt. Walter Skinner. Das hier hinter mir ist Ihr Zimmer. Wie geht's Ihrer Wunde? Sie hat begonnen zu heilen. Sie war hauptsächlich oberflächlich. Nur, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihren anderen Zustand erklären soll. Kann sie das Krankenhaus schon verlassen? Nein, das würde ich nicht sagen. Bewegung wäre zwar nicht lebensgefährlich, aber sie würde es nicht sehr angenehm finden.
Hat jemand anders Sie besucht? Oh nein, Gott sei Dank, Sie sind die Ersten. Wie ist sie hergekommen? Sie wurde gebracht. Von wem? Das hier ist etwas, was man früher ein Sanatorium nannte, Detective. Wir sind nun mal weder an dieselben Vorschriften gebunden wie ein normales Krankenhaus, noch würden wir sie befolgen. Wir sind nämlich stolz auf unsere Diskretion für die Patienten, damit sie schneller gesund werden. Welchen anderen Zustand? Ich konnte ihn bisher nicht diagnostizieren, also habe ich nur die Symptome behandelt. Lethargie, Unwohlsein, Dehydrierung, extreme Lustlosigkeit und immense Gedächtnislücken. Sind Sie Dana Scully? Wer sind Sie? Der stellvertretende Direktor Skinner hat gesagt, wir sollen Sie suchen. Ich wusste gar nicht, dass ich als verloren galt. Wer sind Sie? Ich bin vom FBI. Bitte haben Sie Verständnis, dass mich das nicht beruhigt. Wie meinen Sie das? Ich möchte Ihren Ausweis sehen. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ein Freund von Ihnen. Wer? Wir kennen seinen Namen nicht. Das ist ja wohl lächerlich. Wenn Sie mir das nicht sofort erklären, rufe ich um Hilfe. Von dem Mann habe ich auch das hier. Na gut. Er sagte mir, ich darf niemandem davon erzählen. Reden wir. Wie fühlen Sie sich? Irgendwie schwach. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich schon viel besser als bei meiner Ankunft hier. Haben Sie eine Ahnung, wo Mulder ist? Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen ihn unbedingt finden. Könnten Sie vielleicht die Strahlenkrankheit haben? Das hoffe ich nicht. Aber ich nehme an, die Symptome könnten schon stimmen. Was ist denn im Lagerhaus geschehen? Mulder und ich hatten verdächtige Lieferungen im Zusammenhang mit dem Lagerhaus beobachtet und wir gingen hinein, um es zu untersuchen. Wir wurden dort von ein paar bewaffneten Männern angegriffen. Ich wurde angeschossen. Dann war da ein eigenartiges Licht. Mulder trug mich aus dem Lagerhaus, ich wurde ohnmächtig und dann wachte ich hier wieder auf. Und was hat die Tarakan mit der Sache zu tun? Tja, auf die eine oder andere Art hatte sie was mit dem Schmuggel zu tun. Davon können Sie schon mal ausgehen. Ich denke, dass es auf hoher See einen Unfall mit Plutonium gab. Und Mulder denkt, sie wurden irgendwie von einer EBE getötet. EBE? Extraterrestrische biologische Einheit. Was hat Ihre Autopsie der Mannschaftsmitglieder ergeben? Die gesamte Mannschaft war einer Strahlendosis ausgesetzt, die mit einer großen Nuklearexplosion vereinbar wäre. Es ist klar, dass die nicht passiert ist, aber Mulder sah das als Beweis dafür an, dass ein UFO in der Gegend gelandet wäre. Und dass eine außerirdische Lebensform an Bord des Raumschiffes die Mannschaft der Tarakan verstrahlt hätte. Das klingt ja ganz so, als glaubten Sie nicht an diese Theorie. Es gibt immer eine Erklärung, die plausibler als das ist. Wozu wird das verwendet? Sie sollten das nicht ganz so offen herumzeigen. Ich weiß nicht, wozu das verwendet wird, vielleicht kann Mulder Ihnen das sagen. Ich fürchte, das ist alles, was ich Ihnen zu erzählen habe. Was können Sie denn so bieten? Naja, es gab noch mehr Verbrennungsopfer. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass Plutonium transportiert wird. Es ist ein nicht identifizierter Mann beteiligt. Wir trafen ihn an der Brandstelle und danach sind wir auf dem Lagerplatz aneinander geraten. Es besteht eine Verbindung zwischen Lagerplatz und Lagerhaus, und zwar eine Transportfirma in Charno, Gordon's Hauling. Die haben eine Vielzahl von Transporten durchgeführt zwischen diesem Lagerhaus und einer bestimmten Adresse, die wir noch nicht untersuchen konnten. Ich glaube, wir müssen unbedingt die Identität dieses Mannes vom Lagerplatz herausfinden und Sie sollten außerdem diese Adresse an der Landstraße einen Besuch abstatten. Und was werden Sie tun? Tja, zunächst mal melde ich mich beim stellvertretenden Direktor Skinner und dann werde ich hier auschecken. Ich kann Sie beide später in Ihrer Dienststelle treffen, aber ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Für Agent Mulder könnte vielleicht die Zeit knapp werden und wenn die Schmuggler ihn wirklich als Geisel festhalten, dann haben sie wenig Anreiz, ihn am Leben zu lassen. Ihr kleiner Computer hatte wohl recht, ich bin beeindruckt. Ja, ich habe keine Angst vor der Technik.
Wonach suchen wir hier nochmal? Nach dem hinteren Seitenblech eines 64er Dodge Dart. Einem Ersatzteil mit der Seriennummer 82434, nicht? Ja, völlig richtig. Aha. Da haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Wessen Theorie glauben Sie? Mulders oder Scullys? Scully ist offensichtlich jemand, der sich an die Vorschriften hält. Ich finde es toll, von einem Detective zu hören, der ein kreativer Denker ist. Ich würde mich freuen, Agent Mulder kennenzulernen. Wozu könnten Sie diesen Platz benutzen? Soll das ein Witz sein? Ich bin schockiert vom Ausmaß Ihrer Geschäfte. Der Gedanke an Plutonium, das auf der Schiene durchs ganze Land reist, ist ziemlich beängstigend, finde ich. So besonders sicher ist die Eisenbahn bei uns nicht. Ja. Dieser Platz ist verlassen. Hier gammelt alles seit vielen Jahren vor sich hin. Dieser Waggon hat mal gebrannt. Offensichtlich ist dieses Feuer noch nicht lange her. Das sieht aus wie ein Operationssaal oder sowas ähnliches. Hey! Hey! Ich habe doch gar nichts getan. Das hat auch niemand gesagt. Wir wollen nur mit Ihnen reden. Wohnen Sie hier? Ich lebe immer da, wo mein Herz wohnt, egal ob nah oder fern. Das war ja aufschlussreich. Ist Ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen? Nur Sie beide. Und ein paar Vögel. Ganz schön durchgeknallt. Und was passiert hier sonst so? Tja, wissen Sie, die Pfadfinder scheinen hier manchmal heimlich zu trainieren. Sehen Sie hier manchmal Leute in Uniform herumlaufen? Ja, sogar dauernd. Wirklich? Ja, fragen Sie Jane. Ich werde belagert von schnüffelnden Kröten, die mich um meinen Zuckervorrat bringen wollen. In einem der Güterwagen hat's gebrannt. Wissen Sie was darüber? Ja, ich habe die Kerle gesehen, die ihn angesteckt haben. Wie sahen sie aus? Blutleere Yuppies in billigen Anzügen. Es waren zwei. Sie haben den Wagen gestern Abend hergefahren und in Brand gesteckt. In meinem eigenen Garten. Es ist kaum zu fassen.
Ich habe da übrigens ein paar Sachen. Die sind aus dem verbrannten Güterwagen. Was sind das für Sachen? Welche, die aus dem Güterwagen? Ja, aus dem Güterwagen. Sagen Sie es mir doch. Was für Sachen habe ich wohl? Fotografien. Fotos? Ich sage nicht ja, aber ich sage auch nicht nein. Sie sind schon ziemlich nah dran. Bewegte Bilder. Ja und nein. Videobänder. Ja, Sir, wir haben einen Gewinner, ein Videoband. Herzlichen Glückwunsch, das war lustig und hat mir Spaß gemacht. Danke. 10 Mäuse. Mit Ihnen mache ich gern Geschäfte. Danke. Legen Sie es ein. Was gibt's? Mark Cook, Mary Esther Dorian. Mary Esther Dorian, Mark Cook. Freut mich, Sie kennenzulernen. Okay, irgendjemand scheint da irgendetwas zu schneiden. Und was können die medizinischen Experimente mit russischen Schmugglern zu tun haben? Wenn dieser Kerl Chirurg ist, was hat er dann bei Gordons Hauling zu suchen? Und was war das für ein Experiment, das da durchgeführt wurde? Ich weiß es nicht. Was es auch war, der Patient sah nicht wie ein Mensch aus. Ist es möglich, diesen Arzt da zu identifizieren? Ja, dazu ist es nur nötig, ein Bild aus dem Video zu nehmen und es mit den Datenbanken zu vergleichen. Also machbar ist das. Okay, dann machen wir das. Bingo. Okay, was haben wir hier? Dr. Jonathan Rausch. Das ist der Mann. Donnerwetter. Militär, hm? Ja, sieht so aus. Was ist das? Jemand versucht, eine Videokonferenz anzuberufen. Ach, was soll's. Ich habe noch nie versucht, das Ding richtig zu benutzen. Agent Wilmore? Ja? Oh, wir sind offenbar richtig. Woher kennen Sie diese Adresse? Wir haben angenommen, dass Sie in Ihrem Computer die FBI-Standardsoftware haben. Darin ist auch die Option für Duplex-Videokonferenzen enthalten, obwohl sie kaum jemals benutzt wird. Also haben wir einfach im Internetprotokoll nachgesehen, wo jede Adresse eines videokonferenzfähigen PC-Benutzers verzeichnet ist. Ziemlich einfacher Vorgang. Wollen Sie Cindy Crawfords Nummer? Nein, ich verzichte, danke. Wirklich? Sie hat Ihren Computer im Schlafzimmer. Wer sind Sie? Freunde von Agent Scully. Manche von uns sogar mehr als nur Freunde. Sie hat uns gebeten, Sie zu kontakten.
Und was wollen Sie? Agent Scully trat an uns mit Informationen über Ihren aktuellen Fall heran. Von dem ausgehend, was wir von Dena wissen, glauben wir, dass in dieser Sache eine streng geheime Einrichtung in Alaska involviert ist. Okay, und worum geht's bei dieser geheimen Einrichtung? Sie wird wohl von der Regierung als Knotenpunkt für ihre Güterwagenarbeit an der Westküste benutzt. Wenn das stimmen sollte, befindet sich Mulder in großer Gefahr. Diese Einrichtung gibt es schon seit den frühen 60er Jahren. Wir glauben, sie haben Alaska gewählt, weil sie dann das Nordlicht benutzen können, um die anfliegenden UFOs zu verbergen. Wir glauben auch, dass ein außerirdisches Schiff, das aus dem Pazifik geborgen wurde, dort gelagert wird. Was ist Güterwagenarbeit? Oh, die verdanken wir unserem ausgeprägten Friedenswillen. Die Regierung besitzt ein weit verzweigtes Netzwerk von Güterwagen, die sie als mobile Operationsseele nutzen kann, als Autopsieräume und als Quarantäneeinrichtung. Diese Güterwagen erfüllen einen doppelten Zweck. Die Regierung kann mit ihrer Hilfe schnell verstreute EBEs quer durchs Land transportieren und sie dienen als mobile Operationsbasen für eine Serie von genetischen Experimenten. Was für genetische Experimente denn? Die Fremdbefruchtung der menschlichen Rasse. Die Vermischung von menschlicher DNS mit genetischem Material von EBEs. Na toll, das glaube ich ja einfach nicht. Auf einmal bin ich eine Weltraumpolizistin. Wo ist Mulder? Das wissen wir nicht, aber wie wir Mulder kennen, wird er sicher versuchen, diese Einrichtung zu finden. Scully erwähnte einen nicht identifizierten Mann, der Ihnen Sorgen bereitet hat. War es Ihnen möglich herauszufinden, wer es ist? Ja, Dr. Jonathan Rausch, ein Navy-Chirurg. Wissen Sie, wo er stationiert ist? Eisenhower Field in Alaska. Oh ja, das ist der Kerl. Diente er nicht vorher eine Zeit lang in Perky, West Virginia? Ja. Das sieht übel aus. Hören Sie mal, Sie müssen da unbedingt hin. Mulder wird vielleicht nicht mehr viel Zeit bleiben. Gehen Sie zuerst zu Rauschs Haus und dann zu diesem Stützpunkt. Und wie finde ich den Stützpunkt? Scully sagte, Sie hätten einen PDA? Ja. Gut, dann e-maile ich Ihnen die GPS-Koordinaten des Stützpunkts. Da kommt ein Fax. Ein kanadischer Grenzbeamter wurde heute früh mit schweren, unerklärbaren Verbrennungen tot aufgefunden. Und Mulders Mietwagen ist dabei gesehen worden, als er die Grenze nach Alaska überquert hat. Das glaube ich irgendwie alles nicht. Tja, das ist es dann wohl. Es besteht kein Zweifel, dass Sie da so schnell wie möglich hin müssen. Ich habe Ihnen gerade die GPS-Daten geschickt. Okay, wenn Sie wollen, dass Mulder überlebt, müssen wir uns beeilen. Ich schlage vor, dass Sie ein Flugzeug chartern, weil die Linienflüge wahrscheinlich ausgebucht sind. Ich behalte hier alles unter Kontrolle. Ich werde die Außenstelle in Juno anrufen und Ihnen Unterstützung verschaffen. Könnten Sie ein Charterflugzeug für ihn besorgen? Natürlich kann ich das. Okay, gehen wir. Wollen Sie am Fenster oder am Gang sitzen? Vielleicht sollten Sie mich ja begleiten. Das glaube ich weniger. Wieso nicht? Es ist doch Ihr Fall. Ja, nur liegt Alaska ein klein wenig außerhalb meiner Zuständigkeit. Ich muss hier richtige Polizeiarbeit machen. Passen Sie auf sich auf. Das werde ich.
Hey, wachen Sie auf! Was ist mit Ihnen los? Wo ist Mulder? Gottmann, kenne ich Sie irgendwoher? Aus dem Fernsehen. Alles in Ordnung? Nein. Was haben Sie denn? Mein Fuß ist eingeschlafen. Agent Wilmore, FBI. Erst dachte ich, Sie wären ein Gespenst. Ich habe nach Ihnen gesucht. Und Sie haben mich gefunden? Ich sprach mit Scully. Und wie geht's ihr? Schon besser, sie ist nicht mehr im Krankenhaus. Nein, das ist ein Sanatorium. Ich habe sie da eingeliefert, nachdem sie im Lagerhaus angeschossen wurde. Ich hatte die Zweigstelle in Seattle um Verstärkung gebeten, doch die haben mir nur das Aufräumkommando der NSA geschickt. Mit wem haben Sie gesprochen? Ich hatte keine Zeit zu fragen. Wir kamen gerade noch so davon und ich wollte niemanden über Scullys Aufenthaltsort informieren, weil ich nicht wusste, wem ich trauen kann. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich war in einem Rangierbahnhof, als Roush mich kidnappte und mein Auto klaute. Ich wollte zwar schon immer mal an die Pazifikküste, nur leider hat man aus einem Kofferraum eine ziemlich schlechte Aussicht. Lassen Sie mich raten, war denn dieser Rangierbahnhof an der Landstraße 1121? Sehr richtig. Sie benutzen ihn als Zwischenstation. Das hat man mir auch gesagt. Roush ist übrigens unten. Soll das ein Scherz sein? Er hat Sie nicht in Brand gesteckt? Was meinen Sie damit? Ach nichts, in welchem Zustand ist er jetzt? Er ist total von irgendeiner Art Öl bedeckt und ohne Bewusstsein. Ach, Roush, ja, der stand schon immer auf diese ekligen Sachen. Froike lässt Sie grüßen. Sie sind aber ein ganz schöner Partylöwe. Froike, Roush, Scully. Kennen Sie auch Skinner? Ja, er hat mich auf den Fall angesetzt. Das hätte ich wissen sollen. Warum hat Roush Sie entführt? Roush ist ein Chirurg, der im Auftrag der Navy an Außerirdischen herum experimentiert. Und der Außerirdische, der ihn kontrollierte oder immer noch kontrolliert, ist vor gar nicht langer Zeit abgestürzt. Sie haben gerade gesagt, der Außerirdische, der ihn kontrollierte. Eine gewisse Spezies von Außerirdischen kann uns Menschen als Wirte nutzen. Der Parasit übernimmt den Zielmenschen komplett. Er gewinnt sogar Zugang zu dem Wissen, das dieser Mensch besitzt. Und man erkennt den Unterschied eigentlich nur an einem dünnen Film schwarzen Öls, von dem die Augen des Opfers bedeckt sind. Die Mannschaft der Tarakan begegnete einem dieser Exxon Valdez-mäßigen Außerirdischen, der sie sofort verstrahlt hat. Dann hat man ihn gefangen und in einem Güterwagen der Regierung festgesetzt. Aber jemand machte einen Fehler und er entkam. Ja, Roush hatte den gleichen schwarzen Film auf den Augen. Sie hatten Glück, dass er nicht versucht hat, sie zu töten. Ich bin sicher, der Außerirdische versucht, zu seinem Schiff zurückzukommen und er benutzte Roush, um hierher zu gelangen, aber ich habe keine Ahnung, wo das Schiff zu finden wäre. Als ich raufkam, sah ich einen Mann im schwarzen Anzug, der das Haus verließ. Wir müssen ihn unbedingt einholen. Er ist der neue Wirt. Wir müssen herausbekommen, wo er hin will. Ich weiß es. Ich bekam die Koordinaten einer geheimen Regierungseinrichtung von drei Männern per Videokonferenz. Na, das klingt ja nach einer zuverlässigen Quelle. Ja? Agent Wilmore, hier ist Dana Scully. Wo sind Sie jetzt? In Juneau, Alaska. Haben Sie Mulder gefunden? Ja, er ist hier. Gott sei Dank. Kann ich ihn sprechen? Es ist Scully. Scully, wo sind Sie? Ich bin unterwegs nach Juneau. Und wer ist Ihr Reisebüro? Byers, Frohicke und Langley. Das sind die Besten. Haben Sie Ihr Handy dabei? Ja. Ich rufe Sie wieder an. So, jetzt sollten wir aber aufbrechen. Na toll, sieht aus, als ob wir ein paar ungeladene Gäste hätten. NSA? Oder Zeugen Jehovas. Halten Sie sie bitte so lange auf, bis ich mit Scully zu dieser Einrichtung gelangen kann. Dann schütteln Sie sie ab und kommen Halt, warten Sie.
Ich hatte den Auftrag, Sie und Scully zu finden. Das habe ich getan. Und jetzt verschwinde ich von hier. Was ist denn das für eine Einstellung? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Wollen Sie denn nicht die Belohnung abwarten? Okay. Agent Wilmore, wir sind von der National Security Agency. Wir verfolgen einen Plutoniumschmugglerring aus der ehemaligen Sowjetunion und Jugoslawien über Hongkong nach Seattle. Und wir haben Beweise, dass die Tarakan ein Kurierschiff war, das Waren von außerhalb der Sieben-Meilen-Zone an Bord hatte. Plutonium hat die Mannschaft getötet, genau wie die Männer, die in Charno gestorben sind. Ihre Ermittlung hier ist vorbei, Agent Wilmore. Sie nehmen jetzt den nächsten Flug nach Seattle. Wir übernehmen hier Ihren Job. Wir fahren Sie jetzt sofort zum Flughafen. Die gleichen Verbrennungen wie bei den anderen. Mulder ist schon vorgegangen. Ich fürchte, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Helfen Sie mir, Scully. Ich brauche zwei von diesen Schlüsseln, um in den Lagerraum und durch die Sicherheitstür zu kommen. Hören Sie, ich brauche Hilfe. Laufen Sie!
Wilmore, irgendein Zeichen von Mulder? Nein. Ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen. Wovon hat er gesprochen? Warum sucht er nach einem Schlüssel und was für eine Art von Schlüssel? Er sagte irgendwas von einer Vorratskammer. Ich versuche jetzt herauszufinden, warum er sich so benimmt und wie ich ihn da wieder rausholen kann. Er sagte, er würde nach einem Schlüssel suchen, um durch irgendeine explosionssichere Tür zu gelangen. Na schön, aber was ist hinter der explosionssicheren Tür? Was es auch ist, jemand versucht es mit aller Macht zu schützen. Ich habe hier in der Zwischenzeit ein paar Dinge untersucht. Es sieht aus, als ob hier jemand die Auswirkungen verschiedener Mutagene auf genetisches Material untersucht. Außerdem fand ich mehrere Hinweise auf sehr starke hypnotische Drogen. Ich befürchte jetzt nur, dass man Agent Mulder mit einer dieser Drogen beeinflusst hat. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Aber natürlich, warum denn nicht? Wie sind das? Ich weiß nicht, was mit Mulder los ist. Ich fürchte, er befindet sich in einer Art narkosomnambulistischem Zustand. Wenn wir ihn vielleicht gemeinsam in diese Isolationskammer locken, dann könnte ich herausfinden, was für ihn die richtige Behandlung ist. Okay. Und wie fangen wir das an? Zuerst müssen wir diesen zweiten Schlüssel finden, nach dem Mulder gesucht hat. Egal, was sich auch in diesem Raum befindet, es wird von einer gepanzerten Tür geschützt. Und ich glaube, dass diese Tür nur durch ein sogenanntes Zwei-Schlüssel-System zu öffnen ist, bei dem beide Schlüssel gleichzeitig umgedreht werden müssen, wie beim Abschuss einer Atomrakete. Leider ist dieser Schlüssel immer sehr gut bewacht. Wenn ich den Wachmann ablenke, können Sie vielleicht von hinten an ihn rankommen und ihn außer Gefecht setzen. Und dann benutzen wir den Schlüssel, um Mulder in diese Kammer zu schaffen. Aber zunächst mal müssen wir die Isolationskammer in Betrieb nehmen. Also die Tür zur Sicherheitszone hat sich hinter mir verschlossen, daher müssen wir die erstmal wieder aufkriegen.
Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Haben Sie sich entschieden, in welche Richtung Sie gehen möchten? Halt! Sir, ich bin Agent Scully vom FBI. Kommen Sie bloß nicht näher! Diese Einrichtung ist von Terroristen überfallen worden. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich darf meinen Posten nicht verlassen! Drehen Sie den Schlüssel um. Drehen Sie den Schlüssel um. Agent Wilmore, Sie sind bestimmt aufgeregt wegen dem, was passiert ist. Aber wir sind alle betroffen, wenn jemand von uns auf die schiefe Bahn gerät. Ich hätte das nie erwartet. Mark war mein Freund. Ich hätte möglicherweise aufmerksamer sein müssen. Aber niemanden von uns trifft eine Schuld. Abgesehen von Agent Cook selbst. Hallo? Kommen Sie doch bitte rein. Ich wollte mich nur verabschieden. Ich habe gerade mit Detective Astadurian gesprochen. Offenbar haben sie Cooks Apartment durchsucht und glücklicherweise meinen Laptop gefunden, aber es scheint, als ob Cook den Einbruch hier nur vorgetäuscht hat, um es so aussehen zu lassen, als ob er angegriffen worden ist. Naja, offenbar haben die Agenten Mulder und Scully mit dem stellvertretenden Direktor Skinner gesprochen. Ja, so wie es aussieht, hat ihre Arbeit ziemlich viel Aufsehen innerhalb des FBI erregt. Und einer ihrer größten Fans ist ganz sicher Direktor Skinner. Obwohl ich sagen muss, dass einiges davon schon ein bisschen fantastisch klingt. Vorsichtig formuliert. Ja, Sir, da stimme ich zu. Ich werde mich dazu nicht weiter äußern. Wie dem auch sei, ich muss zum Flughafen, aber Agent Mulder wollte, dass ich Ihnen ausrichte, dass sein Fuß aufgewacht wäre. Na, das freut mich zu hören. Jedenfalls möchte ich Ihnen herzlich danken. Ich hätte es auf keinen Fall versäumen wollen. Sie sehen ehrlich gesagt ein bisschen mitgenommen aus. Sie sollten jetzt lieber erstmal nach Hause gehen und sich ausschlafen. Wir sehen uns dann morgen früh. Und ich erwarte, dass Sie Ihren Bericht über diese Angelegenheit zur gleichen Zeit mitbringen, zu der Sie hier auftauchen. Ja, Sir. Agent Wilmore. Ich weiß schon, was Sie wollen. Warten Sie, ich gehe es holen. Tun Sie das nicht. Behalten Sie es lieber. Es könnte Ihnen nützen. Schon bald.